Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary in Metatron mit einem neuen Livestream zu World of Warcraft The War Within. Der neueste Vorbereitungspatch ist auf den Servern. Wir sind mittlerweile, hier können wir es sehen, in Version 11 ganz unten links in der Ecke steht, 30. Juli 2024. Ja, wir haben jetzt also mittlerweile War Within auf den Servern. Noch ist natürlich das neue Gebiet nicht freigeschaltet, aber es gibt ein Vor-Event und schon einige Neuerungen, die mit War Within kommen, sind im Spiel. Ich zeige euch heute die Kriegsmeute, ich zeige euch das neue Reiten und natürlich dann auch die Vorquests und das Event. Wir gucken uns also heute die ersten Sachen in Richtung War Within an für das neue Add-on. Ihr seht schon den neuen Einlog-Bildschirm, das ist jetzt hier die Weltenseelen-Saga. Es geht da um Azeroth. Azeroth, die Welt redet mit uns, die Weltenseele also. Ja, und was das bedeutet, wissen wir noch nicht. Das hier wird sich bestimmt innerhalb des Add-ons irgendwann mal verändern oder spätestens im zweiten oder dritten Add-on, das ja auch dann um die Weltenseelen-Saga geht. Ja, also irgendwie geht es halt hier um die Welt Azeroth und mal gucken, was da so los ist. So, jetzt loggen wir dann aber auch ein und ihr seht, der Charakterbildschirm sieht neu aus. Wir haben jetzt unsere Charakter hier in einer Kriegsmeute drin. Ja, das hier sind jetzt meine Kriegsmeuten-Charaktere, die im Moment am wichtigsten sind für mich. Hier oben gibt es jetzt diese Realm-Liste noch und ihr seht, ich habe auf zwei verschiedenen Servern einen Charakter oder mehrere Charakter. Und die werden trotzdem alle hier angezeigt. Also wenn ich hier mal gucke, dann sehe ich hier unten auch den vom Realm die Aldor. Ja, also ich könnte jetzt auch den hier, der eigentlich auf einem anderen Server ist, hier nach oben schieben. Ja, ich kann das auch so festhalten. So, und den hier nach ganz oben packen. Und jetzt steht der hier. Ja, ich kann auch den Hexenmeister hier hinpacken mit seinem Dämon, der da im Hintergrund steht. Ja, ich kann mir also hier meinen Bildschirm so machen, wie ich möchte. Und ich kann auch sofort einloggen, wo ich möchte. Ja, also ich könnte hier auf Belgern einloggen, wenn ich draufklicke. Und wenn ich auf den klicke, gehe ich sofort auf Aldor. Also man hat die Möglichkeit, sofort auf den Server jeweils drauf zu wechseln, wo seine Figur drauf ist. Man sieht alle seine Hauptfiguren auf seinen Servern. Und das ist doch schon mal eine schöne Übersicht, wenn man natürlich mehrere Charakter hat auf mehreren Servern. So, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder meinen finden. Wo ist mein Garion, mein Hauptcharakter? Der ist jetzt irgendwie weg. Ja, keine Ahnung, wo sie den jetzt hingepackt haben. So, jetzt habe ich hier unten den und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ist Garion jetzt futsch? Ja, ich habe ja einfach meinen Charakter gerade überschrieben und ihr seht schon, da ist er jetzt. Ne? Also man muss schon ein bisschen suchen, wenn man viele Charakter hat, wie man die am besten hier sich anguckt. Ja, man kann also hier auf die einzelnen noch klicken, das geht schon. Ja, und die kann man natürlich auch noch Ausrüstungs-upgraden und alles, was mit War Within so zu tun hat. Aber die hier oben sind die Kriegsmeute, die man hier angezeigt bekommt. So, dann gehen wir doch auch einfach mal rein. Das ist also die erste Neuerung. Und die teilen sich jetzt Errungenschaften. Die teilen sich jetzt eine Bank. Die teilen sich jetzt ja, auch die Währungen, auch die kann man untereinander verschieben. Und wie das alles funktioniert, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ja, wir haben ja jetzt die Möglichkeit im Spiel damit auch zu arbeiten mit der Kriegsmeutenbank. Und deshalb ab ins Spiel hinein. Dauert jetzt bei mir ein bisschen, müssen wir leider durch. Und dann können wir uns auch gleich mal den neuen Trailer angucken für War Within, also Schatten unter der Oberfläche. Es gibt einen offiziellen Vorbereitungspatch-Trailer, da sieht man ein bisschen was, was so los ist, was wir jetzt machen müssen. Und ja, jetzt aber erstmal hier ein bisschen laden. Wir sind nämlich noch bei Dragonfly unterwegs, ja. Ich habe also bei Dragonfly noch nicht alle Quests durch, deshalb bin ich noch in Valdraken in der aktuellen Hauptstadt. Und da werdet ihr auch sehen, hat sich einiges getan auf der Map. Ja, also im Spiel noch nicht. Alle Add-ons tun es auch noch nicht, die sich so
So, ja, von den ganzen Erweiterungen, die es da so gibt, die haben sich alle noch Als nicht so der richtig dunkle Titan angepasst. Sargeras seine Aber guckt erst mal. kolossale Klinge in unsere Welt versenkte, wurden bedeutungsträchtige Ereignisse in Gang gesetzt. Magni Bronzebart vernahm Azeroths Schreie und ließ alles zurück, um dem Ruf zu folgen. Seit dem Angriff des wahnsinnigen Titanen hat Azeroth vor Schmerz geschrien. Er versammelte die Helden, um ihr zu Hilfe zu kommen und sich der Rückkehr des alten Gottes N'Zoth zu stellen. Inmitten dieses Konflikts ging Salathath, eine mysteriöse Gestalt aus der Leere, einen Pakt mit N'Zoth ein und wurde aus der verfluchten Klinge befreit, in der ihre Essenz gebunden war. Ehrt unseren Pakt! Lasst mich mein eigenes Schicksal finden! Nachdem sie in die Dunkelheit abgetaucht war, setzten die Helden N'Zoth und der Schreckensherrschaft der alten Götter ein Ende. Doch diese waren nicht die einzigen, die sich Azeroth zum Ziel nahmen. Es dauerte nicht lange, bis der Himmel gespalten wurde, die Schattenlande sich auftaten und unsere Helden in das Reich des Todes gezogen wurden. Los, Champion! Los! Hier musste Anduin Vryn das Schlimmste ertragen. Gefangen, gefoltert und durch dunkle Herrschaftsmagie dazu gezwungen, gegen seinen Willen schreckliche Taten zu begehen. Habe ich Angst, dass mein Ruf nach dem Licht unbeantwortet bleibt? Gezeichnet und zerrüttet verschwand er. Das Wohin blieb unbekannt. Nachdem die Bedrohung der Schattenlande getilgt wurde, kehrten die Drachen von Azeroth in die Heimat ihrer Ahnen zurück. Hier brach der Urdrache Iridikron aus seinem Gefängnis aus und sicherte sich, auf der Suche nach Rache an den Titanen, von denen er glaubte, dass sie unsere Welt gestohlen hatten, ein uraltes und mächtiges Artefakt, das dunkle Herz. Wenn die Titanen kommen, um ihren Preis einzufordern, werde ich warten. Während sich die Kunde über diese neue Bedrohung verbreitete, gingen seltsame Visionen um. Der strahlende Gesang. Er ist in ganz Azeroth zu hören. Der Rat weiß nicht, was davon zu halten ist. Zu der Zeit wurde Aleria Windläufer, eine tödliche Jägerin, die die Kraft der Leere als Waffe gegen die Dunkelheit führte, beschworen, diese Umstände zu untersuchen. Wir wissen immer noch nicht, wozu dieses dunkle Herz fähig ist. Aber wir wissen, wer es in den Händen hat. Die Vorbotin. Es dauerte nicht lange, bis Aleria die wahre Identität der Vorbotin aufdeckte. Es war Xalathas. Die geheimnisvolle Gestalt war wieder unterwegs. Während weder Xalathas noch das dunkle Herz zu finden waren, sprach ihr Mentor, der rätselhafte Raumgänger, Aleria eine dringliche Warnung aus. Mein Volk teilte die strahlenden Visionen, von denen ihr erzählt habt, bevor der Lehrenfürst Dimensius unsere Welt verschlang. Könnte Xalathath dasselbe Schicksal für Azeroth wollen? Ihr müsst sie unbedingt aufhalten. Ansonsten ist Azeroth bereits dem Untergang geweiht. So, und das war die Zusammenfassung zum Vorbereitungspatch. Ja, ihr habt es also gesehen, die Geschichte hat schon vor Shadowlands angefangen. Bei N'Zoth, bei dem Raid, war schon Xalathath zu sehen in einem Dolch vorher. Und jetzt ist sie unterwegs und macht Stress. Und ihr seht, auf der Map gibt es jetzt neue, ja, unterschiedliche Icons, die uns jetzt verschiedenste Sachen zeigen, wo Weltquests sind, wie Weltbosse jetzt aussehen. Ihr seht, hier wurde ein bisschen was getan. Auch das Zentrum eines Gebiets kann man jetzt gut erkennen, wenn man also hier irgendwo auf der Map ist. Zum Beispiel, ich gehe jetzt mal nach hier, seht ihr das? Hier ist ein strahlendes Echo gerade. Ja, dann sehen wir sofort, okay, da ist jetzt der Event. Ja, wir müssten also hier nach, zack, Moment, hier, nach Terramor.
in dieses Gebiet hinein und könnten dann hier beim strahlenden Echo mitmachen, bei den Düstermarschen. Das werden wir natürlich auch uns mal anschauen, das Event. Ne? Das ist jetzt das Event. Azeroths Erinnerungen steigen in den Düstermarschen nach oben. Verbleibende Zeit 44 Minuten. Und das bedeutet, hier kommt dann ein Echo von Onyxia. Ja, ein Hologramm sozusagen, eine vergangene Erinnerung von Onyxia, die wir bekämpfen müssen. Und da gibt es natürlich auch wieder gute Belohnungen für. Ja, und das ist halt schon so die erste Sache. Ja, ihr seht ja, die Karte so hat sich nicht viel verändert. Es geht ja unter die Erde demnächst. Ne? Also hier sieht man noch nichts. Aber wenn wir zum Beispiel hier in Taldrassus sind ohne Ende jetzt neue Icons hier zu sehen. Also hier ist dieser Zeitriss. Dieser Event, es nennt sich hier Ereignis. Hier ist jetzt die Weltquest. Man sieht sie jetzt sofort. Okay, das sind die Weltquests, aber die Icons sind hier so ein bisschen viel. Ne? Hier sieht man, hier ist noch eine Quest im Gange. Ja, da müssen wir also noch ein bisschen was erledigen. Die neuen Quests, die sind immer noch hier so, das sind örtliche Geschichten. Und man muss halt einfach gucken, was sind wichtige Quests, was sind Kampagnenquests. Das sind ja so die wichtigsten. Und dann gibt es noch Meta, zeitbeschränkte Quests und legendäre. Also ihr merkt schon, es wird etwas übersichtlicher, weil bis jetzt waren alle eigentlich nur so gelbe Quests oder Kampagnenquests. Da gibt es jetzt halt 6 andere oder 4 andere Statis mit im Gange und abgegeben. Ja, es wird also ein bisschen übersichtlicher. Beim ersten Mal ist es ein bisschen schockierend, was da jetzt alles für Icons sind auf der Map. Aber da gewöhnt man sich, glaube ich, dran. Und Zentrum sind halt immer die Hauptstädte. Ich weiß auch jetzt nicht, warum ich die nicht genau sehe. Normalerweise sehen wir immer hier so, Loam müsse das Zentrum sein, weil Draken müsse das Zentrum sein. Wir sehen es gerade nicht. Und die Dungeons, ja gut, und Schlachtzüge, das wissen wir ja, wo die sind. Teleportpunkte weiß ich noch nicht genau. Die habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Die müssten das in Dalaran und so geben. Mal gucken, Höhleneingänge, natürlich, wenn es in die Salek-Höhlen geht. Okay, das ist doch schon mal so die erste schöne Neuerung. Dann gibt es noch eine schöne Neuerung. Und zwar, wenn wir hier unten mal gucken, gibt es hier ja die Berufe. Ne, die haben jetzt einen eigenen Reiter. Ja, die sind jetzt nicht mehr im Zauberbuch sozusagen. Und dann gibt es hier die Talente und Zauberbücher. Und hier unten gibt es dann 2 Reiter. Ja, und da sind jetzt auch die Spezialisierungen drin. Und das Zauberbuch hat sich verändert. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Hier kann man es auch irgendwie verkleinern, dass es nicht so komplett über die ganze Seite geht. Dann Passive, die man auch nicht aktiv nutzen kann, kann man hier oben ausblenden. Und kann sich jetzt durch sein Zauberbuch 5 Seiten lang durchblättern, was es alles für Zauber gibt. Ist ein bisschen, ja, viel, aber das war vorher ja auch alles viel. Nur es war nicht ganz so, ja, groß aufgelistet. So, und dann gibt es noch die allgemeinen Zauber. Das sind halt dann so Zauber, die man für die Rufsachen kriegt, für in der Gilde bekommt und so weiter und so fort. Und die Menschen, die Menschenfähigkeit hat sich verändert. Die heißt, hier zu Hause ist es am schönsten. Die Abklingzeit eures Ruhesteins ist verringert und erhält eine zusätzliche Aufladung. Man kann sich also öfter nach Hause porten. Ist so eine Frage, ob das so eine tolle Fähigkeit ist. Es ist so, vorher war es ja mehr Ruf bekommen, aber weil sich jetzt die ganzen unterschiedlichen Charakter auf einem Realm den Ruf teilen, ist das halt so, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Ja, also jetzt können die Menschen nicht mehr den Ruf für die anderen Charakter farmen, weil die teilen sich ja jetzt alles. So, und das ist normal einfach das Ruffenster, da hat sich noch nicht so viel getan. Wir müssen jetzt auch erstmal eine Quest machen, nämlich diese hier, diese Kriegsmeuten-Quest. Gemeinsame Kriegsmeute, trefft Blau und ihre Kriegsmeute in Gadgetan. Ja, jetzt müssen wir also nach Gadgetan, um diese Kriegsmeute mal freizuschalten. Ich zeige euch mal, wie da der erste Schritt ist. Wir haben ja hier, nein, das war der falsche Weg. Ich wollte nicht zum Auktionator, sondern zur Bank. Und zwar haben wir ja hier die Bank. Und wenn wir hier jetzt einfach hingehen, hallo, dann könnt ihr hier nicht nur das Gildenlager oder das Materiallager öffnen, sondern ihr habt jetzt hier unten noch die Kriegsmeutenbank. Ja, und hier seht ihr, die Kriegsmeutenbank bietet Lagermöglichkeiten mit allen Mitgliedern auf der
ja, auf dem Account, würde ich sagen. Dieses Bankfach kaufen kostet dann 1000 Gold und dann habt ihr so viele Gegenstände für die Kriegsmeute, für eure komplette Gruppe. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, liefert alle Kriegsmeute-Gegenstände ab, dann gehen die hier rein, auch die handelbaren Gegenstände. Ja, und das ist doch schon mal toll. Also ihr habt da sofort die Möglichkeit, ein bisschen aufzuräumen. Es gibt natürlich noch das eigene Materiallager. Da müsste man jetzt mal ein bisschen so aufräumen, das alles mal rausräumen, das dann vielleicht in die Kriegsmeutenbank tun, wenn man mit mehreren Charakteren craftet und die Sachen untereinander austauschen will. Man kann auch hier Geld reinlegen. Ja? Ihr könnt also auch hier sagen, ich möchte jetzt hier mal 100 Gold einzahlen, das für meinen Zweitcharakter sein soll. Und der kann das dann hier entnehmen. Und das zweite Fach kostet dann auch schon 25.000, das dritte Fach 100, glaube ich, und das vierte 500.000 Gold. Also man braucht schon ein bisschen Gold. Ja, diese Kriegsmeutenbänke sind nicht billig. Aber ihr könnt dann auch sagen, okay, dieses Fach möchte ich umbenennen. Ne? Da sind meine Alltagsgegenstände drin, ja, so. Und dann kann man sagen, okay, da sind Ausrüstungssachen drin und Berufswaren, aber nicht das Plunder und sowas, ne? Und dann beim Aufräumen wird dieses Fach ignoriert. Bei Erweiterung weiß ich jetzt nicht genau, welche Erweiterungen dazu gelten und so. Und man kann auch sagen, welches Symbol möchte ich dafür nutzen, ja? Also für Ausrüstungsgegenstände natürlich irgendeine Waffe oder irgendeine Rüstung und für Kräuter dann irgendwie eine Blume oder sowas, ne? Das ist halt so, ihr könnt das schon so ein bisschen anpassen, dass ihr auf ersten Blick wisst, wie ist denn hier mein eigenes Fach, und so habt ihr dann ein Kriegsmeutenfach. Schönen Tag so, auch. Dadurch habe ich jetzt schon mal ein bisschen was gezeigt, ne? Wir machen jetzt aber auch gleich die Kriegsmeuten Sache an sich. Also ihr habt gesehen, neues Zauberbuch, neue Kriegsmeute, neue Icons. Und dann gibt es noch hier bei den, ja, Reittieren eine Neuerung. Ja, ich kann jetzt hier mal den Albino-Drachen rufen. Dann kennt ihr ja mal den Drachen an sich. Man fliegt hoch und sitzt drauf. Ne, kann sich hier in Ruhe auf so ein Dach setzen. Kann jetzt aber hier oben sagen, ich habe hier so einen Flugstilwechselknopf. Und wenn ich diesen Flugstil wechsle, dann wechselt auch der Drache seinen Flugstil. Ja, also das gleiche Pet reitet jetzt wie bei Dragonfly. Ja, also das gleiche Reittier reitet jetzt anders. Jetzt hat man dieses aktivere Reiten, das auch vielleicht ein bisschen schneller ist. Ich habe gehört, es soll so 800% sein, das andere so 400 oder so. Ich habe jetzt genau die Prozentzahlen nicht im Kopf. Ich bin da jetzt nicht so der Zahlenjongleur. Aber ihr seht schon, ja, ihr könnt also die alten Reittiere jetzt auch für Dragonfly-Reiten benutzen. Ja, also hier zum Beispiel meine Azur-Wolkenschlange von, ja, wie heißt es, von Pandaria, reitet jetzt auch so wie ein Dragonfly-Drache. Ja, also ganz anders, viel schneller ist das auf jeden Fall. Das ist aber nicht so lenkbar. Ja, das hatte ja immer Vorteile, dass man sagt, okay, ich habe den alten Flugstil, weil der sehr lenkbar ist. Das ist in Dragonfly auch ein Vorteil. Ne? Da kommt man auch an die Garnisonsvorräte oder wie die heißen dort. Wie heißen das nochmal da? Nicht Flugsteine, genau, die Dracheninselvorräte, die sind ja da immer in Expeditionspacks. Und da kommt man dann besser dran, wenn man dann auch mal auf dem Baum genau landen kann, da wo dieses Expeditionspack liegt. Ja, kann man dann halt wieder den normalen Flug nutzen, auch auf Dragonfly jetzt. Ja, also ihr habt jetzt die Wahl, immer in den Gebieten zu sagen, okay, ich will das schnelle Reiten oder das präzise Reiten, nenne ich es mal. Ich finde das hier präzise, ja, und es ist auch gechillter, ja, man kann mal in die Luft steigen und da einfach mal AFK gehen. Finde ich immer schöner, als auf dem Boden zu stehen und da sind irgendwelche Gegner, die einen angreifen können. In der Luft hat man manchmal seine Ruhe. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und ansonsten gucken wir uns jetzt natürlich mal an, wir wollen gleich in den Event, ja, und wir wollen jetzt gleich auch mal gucken, was denn der Krieg im Inneren bedeutet. Ja, wir haben ja jetzt auch Quests hier.
Und das ist jetzt Visionen von Azeroth. Das ist jetzt der Event, das ist jetzt die Kampagne an sich. Und hier seht ihr schon, es geht in eine neue Kampagne nach Silicius. Ja, wir müssen also doch Jaina treffen. Und Jaina wird uns ein bisschen was über die Visionen erzählen. Wir haben ja im letzten Stream auch die Vorgeschichte gemacht, die Vorbotin. Das ist durch. Ja, also ihr seht schon, wir haben einiges zu tun. Und wir loggen nochmal ganz kurz raus hier. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Charakter einloggen würde, könnte ich in die Bank gucken. Aber was mache ich mit euch jetzt als erstes, bevor wir das Event spielen und uns die Visionen angucken? Natürlich, wir gucken uns mal ganz kurz an, wie War Within beginnt. Wir steigen jetzt voll in die Story ein. Auf geht's. Willst du mir erzählen, dass wir uns nicht verstecken können? Ist es das? Du brauchtest Zeit. Wir hielten Abstand. Aber die Zeit allein heilt nicht. Du bist nicht nur wegen mir hier. Es sind die Visionen. Du hast sie gesehen. Ich vermute, viele haben das in letzter Zeit. Etwas. Jemand ruft aus dem Herzen der Welt heraus. Wie eine Stimme aus einem Traum. Etwas Dunkles nähert sich Anduin. Die Welt braucht ein Licht erneut. Mein Sohn. Ich bin das aber nicht mehr. Ich habe kein Licht. Nicht nach allem, was ich sah. Nach allem, was ich tat. Das liegt in der Vergangenheit, Anduin. Ich vertraue dir. Sie werden schlimmer. Gut. Was auch kommen mag, ich stehe euch bei. Verlass dich drauf. Aber die Stimme hat uns hierher geführt. Wer ist es, Thrall? Wer ruft nach uns? Ich weiß es noch nicht.
dieses Schwert hatte ein Ziel. Das erste von drei Add-ons. Unser Schwert hatte das Ziel der Weltenseele, ja, denke ich mir. Oder das Herzen von Azeroth. So richtig weiß man es nicht. Magni Bronzebart oder wie er auch heißt, ne, der ist ja der Sprecher von Azeroth. Der ist bei dem Schwert und den werden wir bestimmt auch noch besuchen in nächster Zeit. Ja, da geht es bestimmt gleich weiter mit den Visionen von Azeroth-Quests. Also wir gehen da gleich hin, ne? Keine Angst. Wir werden gleich richtig nachschauen, was ist denn da los. Wir wissen, Xalatas ist unser Gegner. Wir wissen nicht genau, wer immer mit uns redet. Ist es wirklich die Welt oder sitzt da einer mitten in Azeroth und redet mit uns? Wir wissen nicht, was das für Versionen sind, Visionen, aber mit jedem Trailer kommt man ein bisschen näher auf die Spur und ja, deshalb gibt es jetzt auch zu diesem Patch einen Trailer und den gucken wir uns natürlich auch an. Ja, ist ja klar, wir dürfen nichts von der Geschichte verpassen. Part 1. Ja, das ist also Xalatas, ne? Erhältlich ab 27. August. Da geht's richtig los. Da startet die Weltensaga an sich. Da werden wir die neuen Gebiete hineingehen. Und wir gehen jetzt wieder ins Spiel. Können die Quest jetzt langsam so starten. Das ist doch schon mal cool. Und ihr habt gesehen, ja, irgendwie drei neue wichtige Völker, ja, einmal so Troll-Elfen, ja, ein bisschen verrückter, ein bisschen am Tanzen, ein bisschen wilder, würde ich sagen. Dann so Halbelfen, so Armee-Elfen, ja, und die Irdenen, die Steinzwerge jetzt irgendwo, sind irgendwie drei neue Rassen, die uns wohl helfen werden, irgendwie gegen Xalatas zu kämpfen. Wer steckt hinter Xalatas? Gibt es noch einen stärkeren? Was passiert da? Wir wissen es noch nicht. Ich bin schwer gespannt, muss ich ehrlich sagen. Weil da ist ja doch einiges, was da so auf uns wartet. So, und natürlich, ja,
wie soll es anders sein, müssen wir jetzt los. Ja, wir müssen jetzt uns angucken, wo müssen wir hin, was ist das neue Gebiet. Und ja, ich würde euch jetzt gerne schon die neuen Inhalte zeigen, ja. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit, die wir uns angucken müssen. Eine einzige Kleinigkeit, nämlich das, was jetzt im Event auf uns wartet. Und dann haben wir es geschafft für heute. Es sind die Visionen. Du hast sie gesehen. Etwas Dunkles nähert sich. Ich höre ihre Stimme! Azeroth, sprecht mit mir! Magnis Taten erweckten etwas in Azeroth. Und nun bedrohen die Erinnerungen an Krieg und Zwietracht unsere Welt. Wir brauchen erneut eure Hilfe, Champion. Um uns den Schrecken der Vergangenheit zu stellen und uns auf eine noch größere Dunkelheit vorzubereiten. Wir müssen für das schwindende Licht kämpfen und gegen die Dunkelheit bestehen. Für Azeroth! Jo, für Azeroth, und das machen wir jetzt. Jetzt ist Schluss mit Trailern. Jetzt haben wir genug gesehen. Das war also ziemlich viel an Trailern, was wir uns jetzt reingepfiffen haben. Also ja, man muss sagen, da haut wieder Blizzard einiges raus. Ich finde es cool, ja, dass Blizzard so viel da tut. Und wir gehen zum Krieg im Inneren. Ja. Wir haben sofort hier so eine Teleport-Schriftrolle bekommen, um uns mit Jaina zu treffen und diese Vorquest zu machen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu den Neuerungen, zur Kriegsmeute, zu der Quest, zu WoW an sich, zu Dragonfly oder anderen Sachen, dann einfach in den Chat hinein. Ja, ihr könnt gerne mit mir quatschen. Ich merke schon, ihr seid heute ziemlich still, aber gerne irgendwelche Kommentare da lassen. Ich lese mit. So, und wir sind jetzt hier im Silicius. Ja, und ihr seht, hier ist ja gar nichts passiert. Ist doch alles gut. Ja, eigentlich sieht es ja auch vernünftig aus. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt hier wieder mein Tier beschwören. Na gut, das war jetzt das Falsche. Aber dieses hier zum Beispiel. Und kann er jetzt mit ganz normal den alten Flug machen. Aber wir sind im neuen Gebiet. Und deshalb... Nein, wir sind im alten Gebiet. Aber ich möchte euch das neue Reiten hier zeigen. Ja, also deshalb gehen wir hier hin und sagen, nee, komm, mach wieder Dragonfly an, geht schneller, ist besser. So, und zack, jetzt können wir mit der gleichen Schlange jetzt das aktive Reiten machen. Sehr schön, klappt super. Und ihr müsst hier hin, falls ihr noch diesen alten Bereich habt, ohne das Schwert, ne, und müsst hier mit Sidomi reden. Und dann könnt ihr mich in die Gegenwart zurückbringen, weil wir sind in der Vergangenheit. Da war das Schwert noch nicht drin und deshalb einmal hier den Wechsel. Ja, und jetzt sind wir in der Instanz, wo das Schwert in Azeroth drin steckt. Ja, also hier, das ist diese Zeitspringerin, Hüter der Zeit heißt sie auch. Und damit kommt man dann in die neue Instanz sozusagen. Ja, jetzt sollen wir hier Jaina treffen. Zack, markieren wir das hier sofort. Die Quest läuft. Ja, Kampagnenquest bedeutet das Schild. Die Punkte bedeutet, es läuft schon. Ja, Fragezeichen bedeutet, kann man abgeben. Und ja, Ausrufezeichen bedeutet, nimm sie erstmal an oder so. Ja, das ist so ein bisschen die Übersicht dazu. So, dann würde ich sagen, können wir auch mal schneller nach vorne preschen hier. So, da vorne wartet die Quest auch schon. Das Schwert immer wieder beeindruckend, ne? Azeroth ist jetzt schon seit seit zwei oder drei Erweiterungen hier mit dem Schwert angegriffen worden. Dazu die Geschichte brauche ich euch jetzt nicht zu erzählen. Da könnt ihr euch gerne nochmal vor Shadowlands, Legion und so weiter angucken. Battle for Azeroth und was alles passiert ist. Oh, und da hatten wir wieder... Ihr habt sie auch gesehen.
Sie werden stärker. Wir hatten noch eine Vision. Genau, so sieht's aus. Lady Jaina hat die Visionen auch, ja. Azoroth redet nicht nur mit uns. Wir dürfen die Welt nicht der Dunkelheit überlassen. Der Raumgänger hat uns erzählt, dass die Einwohner seiner Heimatwelt einst eine Vision empfingen, die dem strahlenden Gesang nicht unähnlich war. Also diese Vision ist dieser strahlende Gesang, wie es aussieht. Und dann ist Karesh ein Opfer der Schatten geworden. Als die Astralen erkannten, dass ihre Welt sie vor den drohenden Gefahren warnte, war es bereits zu spät. So, und diese Sache, ne, also diese Wanderer, die haben wir gesehen, diese Raumgänger haben wir im letzten Stream gesehen, da habe ich die Vorboting-Quest gemacht, da konnte man die sehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass dasselbe auf Azeroth geschieht. Jetzt gucken wir, ob wir schon den Film gesehen haben, gerade eben, oder ob das nochmal eine Zusammenfassung von früher ist. Als der dunkle Titan, ja. Sargeras seine Koloss. Diese Zusammenfassung haben wir gesehen, als wir das erste Mal eingeloggt sind eben. Also, wenn ihr die nochmal sehen wollt, schreibt sie in den Chat. Ansonsten machen wir jetzt hier mit der Geschichte weiter. Die Träume ist vorbei. Der Krieg im Inneren, es sind alle da. Gut, finden wir heraus, was der strahlende Gesang uns zu sagen versucht. Ich werde niemals vergessen. Nocta. Noch niemals zuvor hat Azeroth derart deutlich mit uns gesprochen. Und trotz der Strahlkraft dieser Vision fürchte ich, dass es einen finsteren Grund für sie gibt. Einen dürftigen Empfang. Lasst Ehre euch den Weg weisen. Es gibt nicht zu leugnenden Hinweise darauf, dass der strahlende Gesang eine Warnung von Azeroth selbst ist, ein Hilferuf. Darum sind wir hier. Wenn diese Vision wirklich eine Nachricht von Azeroth ist, wird Magni wissen, was sie uns sagen soll. Er soll in der Herzkammer sein, gehen wir. Genau, der ist ja immer in dieser Kammer da unten, da waren wir jetzt schon ein paar Mal drin. Gehen wir mal rein. Ja, hoffentlich hat Magni Antworten. Es heißt, man hat ihn seit Jahren nicht gesehen. Er wird da sein. Er muss. Anduin ist auch da. Ja, der hat ja mittlerweile einen neuen Skin. Ja, ist ein bisschen älter geworden. Ja, jetzt Vollbart. Die Haare auch nicht mehr ganz so voll wie früher. Ja, den hat die Zeit in Shadowlands ganz schön mitgenommen. Seitdem sieht er nicht mehr ganz so frisch aus. Aber gut, was soll man machen? Ja, ist nicht schön, wenn man die ganze Zeit vom Kerkermeister gefoltert wird. Aber das ist zwei Erweiterungen vor uns. Alte Geschichten sozusagen. So, neuer Ladebildschirm. Magni, wir haben versucht... Wenn es um die Visionen geht, lasst mich bloß in Ruhe damit. Okay. Azeroth braucht ihren Sprecher. Wir auch. Jaina kann ab jetzt fliegen, die läuft nicht mehr, die hat keine Lust mehr zu laufen, die schwebt jetzt lieber in der Gegend rum. So, und ui, Metasmith raidet mit 5 Zuschauern. Hallo Metasmith, schön, dass du reingeradet bist hier bei WoW Visionen von Azeroth, die neue Story für War Within, für das neueste Add-on. Wer von euch hat denn schon mal WoW gespielt? Und willkommen alle Neuen, die jetzt dabei sind. Also raus damit! Ich weiß, warum ihr hier seid. Wegen der Visionen. Azeroths Stimme hallt in allen Landen wieder. Ihr dachtet, ich wüsste, was sie uns sagen will. Nun, da habt ihr falsch gedacht. Ja, das ist also die Stimme von Azeroth eigentlich, aber er weiß nicht, woher die Visionen kommen, der Sprecher. Na, wie kriegen wir das jetzt raus?